Hast du ein Referendum abgehalten? Offenbar in Griechenland. Und das wurde angenommen? Ja, Griechenland war schon immer sehr russisch, ist bekannt. Zu viel Provinzen möchte leider nicht geben können. Soll ich dir so viel geben, dass du in Köln untertanen hast, oder lieber einfach nur, dass du auf die vier kommst? Bei den Irokesen. Direkt mit Neufundland ist es praktischer, wenn es ein fertiger ist. Bei Nordamerika ist auch egal, wie sich da halt ausgeht. Also gebe ich hier drei neufundländischen Provinzen sowie noch drei Provinzen in Kolonialamerika dann. Oh. Das sind in beiden Bereichen auf einmal auf Plan, aber auf vier bist und selbst folgen kannst, wie du möchtest. Mhm. Okay. Das Spiel mal wieder nicht so. Hm? Nö, ich habe gesehen, ich kann 97 Darlehen aufnehmen insgesamt. Oh. Nett. Das ist jetzt ärgerlich. Du wirst wahrscheinlich selber auch mal gucken, wie viel Darlehen ich haben kann. So. Dann sag ich, zahle jetzt 70 an Zinsen. Ach, ist doch nicht. Wo war es nochmal mit der Gesamtzahl der Darlehen, die man haben? Musst du über Darlehen aufnehmen gehen. Ah, ich könnte 140 Darlehen haben. Ach, Gott. Ah, 783. Soll ich zum Thema an Pleite gehen? Ach, die 1, 2, 3.000 Cent. Ja, bei den Irokesen, da musst du noch ein bisschen mehr belagern, wenn die Provinz möchtest. Ist mir noch bei weitem nicht so weit. Ja, also über das scheiß Katze-Maus-Spiel. Ja, wobei, möchtest du überhaupt haben oder nicht? du hast in Tangier sind die Tetuan sind die Truppen in Nordafrika. Was? Du hast in falsche Provinz die deine Armee geschickt in Nordafrika. Die Rebellen sind in der Nachbarprovinz. Oh, ja, das. Danke. Ich bin einfach nach rechts gegangen, hab gesehen, ach, da ist was und ja. Oh. Wait, möchtest du dann Manhattan haben? Einfach nur, weil dass du das umbenennen kannst in Neu-Mali oder Neu-Gen oder so. Oder Neu-Timbuktu. Ich meine, das ist schon irgendwie witzig, aber... Oh, er ist echt groß geworden, muss ich sagen. Nicht gucke ich mal, dass ich oben erober bei der einen Provinz, wo ich eh hab. Dass das mit der Ausgangspunkt gibt. Okay. Also im Endeffekt Eastern Main und ein bisschen was von Main dann. Fliehen. Ja. Quasi. Weil dann habe ich da das abgestrennt, dann ist es nicht so ganz zerhackstückelt. Ja, wobei es wenigstens als größte Provinzen wären. So, das würde ich auf jeden Fall sicherstellen. Hm. Der Kriegsscore gegen Großbritannien tickt auch noch weiter hoch. Bup, bup. Das hieß dann, den Briten jegliche Küstenprovinz zu nehmen. Die noch dass sie endlich mit ihrem Scheiß aufhören. Naja, nicht unbedingt, aber hauptsächlich alle Küstenprovinzen wegnehmen und dann sagen, ja, die restliche Provinz kann ich mir danach noch holen und dann sind die wirklich Geschichte. Hm. Bridgepuro existiert sogar noch. Huhu, warst du gnädig. Nö, die Einheimischen waren gnädig und Spanien ist unfähig, seine eigenen Provinzen zu verteidigen.
Also nichts Neues. Ja, Österreich ist immer noch immer ein Akt. Ebenso wie Ungarn. Ist das wirklich eine Überraschung, nachdem wir es so in Grund und Boden gefahren haben? Eigentlich nicht, aber es ist wenigstens lustig. Das hier. Das auf jeden Fall. Alles müsste ich machen. Immerhin habe ich dann minus 20% Advisor-Kost demnächst. Ach, übers Ding. Ja, in Florenz. Ja. Gerade so für einen Moment nachdenken, wenn sie will. Okay, ich. Jetzt mal, soll ich jetzt noch eine neue Armee ausheben oder nicht? Musst du wissen. Ich möchte erstmal, glaube ich, meine wie viele Darlehen 18 abbezahlen. Ach, wie sagen so mancher YouTuber, Darlehen und Schulden sind doch was gut. Sagt es nicht, Red Talk. Ich habe hier noch ein paar Darlehen aufgenommen, dass ich es auch nicht dann ausbauen kann. Stabilitätskosten minus 25 ist gerade wichtig, wenn man zur Republik werden möchte. Ach, ich sehe gerade, Schweden hat auch am Anfang Finnland zu gründen. Hm? Ja, Schwedisch, Kanada. Also. Also kaum der Rede wert. Ja, ich muss den Platz in Madrid haben wegen Governing Capacity Modifier 10%. Irgendwie ein schönes Gefühl, wenn die Timbuktu Trade dort mitten im Arsch von Afrika einen höheren Wert hat als Venedig und Genua. Das ist irgendwie sehr befriedigend. Ja, kann ich nachvollziehen. Du musst noch, ich glaube, ein paar Provinzen belagern, dann kann ich den Frieden mit den Irokesen schließen. Hm. Also, ich gebe dir abgesehen von den Provinzen Neufundland, gebe ich dir nur welche in Kondial Ostamerika. Merci. Drei Provinzen. Sind es nicht die tollsten Provinzen, aber wir möchten ja auch keinen endlosen Krieg hier führen. Ja. Wir haben schon die halbe Welt geknechtet, man muss es ja nicht übertreiben. Ja, aber nichts gegen Krieg kriegen Großbritannien, können wir da mehr tun. Jetzt soll ich irgendwie. Der englische Bürgerkrieg geht jetzt auch noch los. Oh, verliert minus 35 Rekrutenreserve. Okay. Okay, Cromwell ist an der Macht. Großbritannien ist eine Republik geworden. Bisschen kaputt. Ist doch normal, oder? Hä? Moment, was? Ja. Wieso Polen-Litauen, was? Wenn ich Großbritannien anklicke und dann auf diese Mütze gehe, dann kommt bei mir Polen-Litauen. Eine Republik ist ein Staat, was? Verstehe ich nicht. Nicht zu viel nachdenken, das passt so schon. Sollte da nicht irgendwie Republik stehen oder so? Also, vielleicht. Bei Vasallen, der auch eine Republik ist, steht da. Republik, aber bei Großbritannien steht da Polen-Litauen bei mir. Was? Auch immer. Ich verstehe nicht. Was ist dies? Naja. Das passt so schon. Hier passt gar nichts mehr, würde ich sagen.
kommst du auf so Ideen? Ich bitte dich. Gut, wir sind bei minus 34 noch wegen dem Kriegsschaden bei den Irokesen. Mhm. Ah, danke, Kian, das ist sehr gut. Preis für Wein und Glas geht hoch. Es ist ja nicht so, dass ich hier Glas und Wein hätte. Was ist Glas? Nichts. Ich habe nur Kühe in meiner Wüste. Ich habe erstaunlich viel Kühe in der Wüste. Also, ja. Kommt vor und so. Und natürlich Kaffee. Okay. Das ist auch ein bisschen nervig, die Friedensakzeptierung. Kann noch ein bisschen dauern mit den Irokesen. Ja. Sind halt zu groß. Schon. Okay. Irgendwas Interessantes. Wobei, wenn ich hier nur 2 Punkte statt 3 gebe, in Kolonien Ostamerika brauchst du nur noch, ich habe einmal eine Armee besiegen, sowas, da sind wir bald durch. Können wir auch mal. Weil der Fokus ist das in Nordamerika eh nicht. Das ist mehr so ein nettes Beiwerk nach dem Motto, ja, man hat's halt. Ja, am nächsten Krieg gegen Großbritannien, dann kannst du da ein bisschen mehr hinbringen und belagern. Eventuell, ja. 34, wir haben mit 1, gut, ich bin bei minus 62 zu minus zu 63 zu minus 65 bin ich aktuell. Weiter belagern bitte. Ja, ich guck mal, ob ich hier eine Armee von denen auch geklatscht kann. Ja, dann könntest du doch noch viel mehr erreichen. Das war jetzt richtig mal raus. Ich habe nicht so wirklich Bock, gegen dich. Ah, fast auf minus 1. Ah, ich glaube, noch weiter nach Süden, das ist nicht schön. Ja, KI halt, ne? Ja, 62 zu 64 aktuell. Und die Armee kannst du auch noch wehren. Ja, wenn Spanien die Belagerung im Norden durch hat. Hoffe ich. Ah, 64 zu 64. Okay, wir müssen noch kurz warten. Das müssen die in Tod so hinauszögern, also echt. 64 zu 67. Einfach. Das ist sowas von nervig. Ja. Wie heißt das? Nee, zwei Ideengruppe. Ich glaube, du musst die Armee im Norden platt machen. Ja, ich gehe gerade mit der Truppe hin. Ja, die nehmen der Hauptstadt. Die Armee ist gut. Und dann versuchen die 9K Platz zu kriegen. Ja, aber da kommen noch mal. Die wollen in den Meatgrinder laufen. Aber das wird knapp. Das ist nicht so. Nett, die verliere ich hier schlapp. Oh, der war so lang. War wirklich echt knapp. Ja, der Überquerungsmalus hat mir dann das Genick. Oh! Aber ich hab dir noch eine Armee. Ich hab den gerade ein Friedensanbot geschickt, aber nein, dann bist du in die Schlacht gegangen. Ja, laufende Schlachten unterbrechen das. Ja, jetzt musst du noch bis Mitte September warten. Diplomat. Ja. Ein Ruf nach Frieden. Ja. So war echt mal. Gut, es geht um 0,02 monatlich hoch, also. Ich sag mal, die können auch das Bündnis mit Großbritannien auf. Ach, nö, das möchten die nicht aufkündigen. Kriegsreparationen zahlen die auch nicht, also ein bisschen Geld. Immer diese Staaten mit Ideen. So, hast du aber doch 3 Provinzen dort gekriegt. Hey. Und Großbritannien. Ich brauche erstmal meinen Diplomaten zurück. Hätte diese 3 Sterne getroffen. Polen. So. Toll, von Polen und Litauen kommen jetzt 30.000 Rebellen bei mir rüber. Was soll denn der Scheiß? Sehr schön, ich habe jetzt mal wieder 25 Power Projector dazu gekriegt.
Glückwunsch. Er fällt mir ein, ich könnte mal Portugal beleidigen, wenn ich wieder einen freien Diplomat habe. Boah, ist immer eine gute Tätigkeit. Ja, die paar Punkte können sich auch summieren. Gut, dann kann ich Galizien annektieren. Wenn ich mal wieder mit binarischen Punkten im Plus bin, was halt ein schwieriges Problem darstellt. Du, ich habe gerade wieder 750 Millpunkte auf der Kante. Aber ich bin schon 7 Jahre voraus. Bist am Krieg mit Portugal interessiert? Du, ich hatte erstmal gerade in Mittelafrika einen Krieg und irgendwann wollte ich ja nochmal ins Swahili fürs Gold rein. Ja, Portugal wäre nur möglich, wir könnten Aragon angreifen, dann ist Augsburg und Portugal, die wären mit drin. So rennen uns ja nicht weg. So, Polen, jetzt ist endgültig geschlagen. Hm? Polens Armee habe ich gerade jetzt den Rückgrat geschlagen. Ach so. Das heißt, können wir die zweite polnische Teilung machen. Ich würde auch gerne. Aber ich muss sagen, du hast mich gut abgehängt aktuell mit den Einnahmen. Man darf halt nicht mal unterschätzen. Ja, aber du hast halt unglaublich viel mehr Besteuerung als ich. Produktion ist es nicht viel, Handel ist es nicht viel, aber die Besteuerung ist halt abartig höher. Du hast halt richtig gute Sachen. Ja, ohne mein Gold hätte ich da echte Probleme. Ja, also Gold, 40 Gold darf man nicht unterschätzen. Ja, dafür habe ich halt Provinzen, die einen Scheiß wert sind. Plus Handel, ich habe auch so gut wie kein Steuermodifikat. Ja, Handel geht sogar noch beim Jahr 103. Ja, 98, ja. Ich meine, ich habe 98% Handelsmodifikator. Ja, du musst aber denken, ich habe nur 3 Händler aktuell. Ja, da arbeite ich mit bisschen mehr. So, 9. Ich werde dann noch 2 weitere Händler kriegen. Also, das wird dann auch noch besser werden. Ich meine, ich habe einen in Brasil, Elfenbeinküste, Timbuktu, Katsina, einen in Safi. Einer sitzt in Sansibar. Einer sitzt in Golf von Aden. Einer in Gujarat. Und einer sitzt in Coromandel. Boah, auch gut. Also von Indien an schiebe ich eigentlich so viel wie es geht rüber. Aber ich habe halt einfach keine gute Note. Selbst wenn ich der Elfenbeinküste sammeln wollen würde, wird es sich nicht ausgehen. Ja. Dafür geht zu viel raus. Da kann ich sogar mal nichts für. Ich mache da nichts aktiv. Ja, das ist einfach, weil eigentlich hast du nur die 3 Nodes in Endnodes in Europa. Den Bosporus, wenn du halt Ragusa haben kannst. Und im Großen und Ganzen hinten in China die eine Node, wo du gut verhandeln kannst. Ansonsten hast du es von Handelsnodes schwierig, eine groß aufzubauen. London ist übrigens jetzt ein Handelszentrum der Stufe 3. Glückwunsch. Und ich baue da mal ein paar mehr Schiffchen im Ärmelkanal. So 20 weitere. Dürfte eine gute Idee sein. Denn ehrlich gesagt, bei Venedig und Genua, ich brauche da nichts ab 100%. Da kann ja auch niemand irgendwas anderes noch abzwacken, wenn ich alles besitze dort. Ja. Na gut, wenig habe ich nicht 100%, aber ist es auch egal. 73% reichen bei der Größe des Handelsknotens. So, jetzt die Qual der Wahl. Mit welcher Armee will ich auf Kongo draufschlagen? Wobei, ich mache doch was Besseres. Ich schicke einfach von meiner Hauptprovinz die Sachen nicht in den Ärmelkanal. Nein, ich schicke die nach Genua, weil ich da mehr Einfluss habe. Oh ja. Ja? Jetzt mache ich dort in Genua 82,3. Oh ja. Ich habe dich von den Hallenzeilnamen definitiv in den Schatten gestellt. Seid ihr mal nicht 100%ig sicher. Ja. Aber ja, vermutlich.
irgendwie sowas in Art halt, ist mir auch nicht so wichtig. Verdammtes Scheiße, was ist denn da? Auch schön, ich habe gerade ein Event mit Spielband, keine Ahnung gehabt. Ein Stabilität und plus 20% Moral bei der Armee. Gut. Interessantes Event. Ah, ich habe gesehen, ich habe doch 4 Händler. Einer ist noch in der Nordsee. Habe ich komplett übersehen. Okay. Der macht ja auch nicht wirklich viel. Müsste ich ein bisschen mehr in Schottland ausbauen, aber gerade keine Lust drauf. Verstehen. Aber es 100 Dukaten mehr, wo du aktuell machst. Da sieht man halt, wo Europa doch halt immer noch die besten Provinzen hat. Ja. Und entwicklungstechnisch stehe ich, glaube ich, auch mal recht gut da. Ja gut, du hast halt effektiv eigentlich alle Gebiete mit den höchsten Entwicklungen. Ja. Meine Jungs, dann kann ich zu Rivalen erklären auch keine Lust drauf. Joa. Ich meine, ich bin froh, dass noch Portugal und Polen-Litauen als gültige Rivalen zählen. Ja. Weil mich verstehe ich, wieso ich die Mamluken nicht als Rivalen nehmen kann. Die sind noch am nächsten an mir dran, was Entwicklung angeht. Ich bin zu weit weg. Bestimmt. Eigentlich nicht. Du hast keinen direkten Landweg zu mir. Der Landweg zu mir ist viel weiter als der zu Mali, deswegen. Du, ich habe auch keinen direkten Landweg nach Polen-Litauen, sonst geht. Das ist was anderes. Meinst du, ich habe die besseren Brieftauben? Ja. Kann man an mir jetzt endlich mal unten ankommen, damit ich diese scheiß Rebellen killen kann? Okay, ohne es zu wollen, habe ich sogar wirklich die Darlehen abbezahlt gekriegt. Die Dings vom Darlehen. Okay. Also die Bürgerdarlehen. Nice. Notre Dame möchte ich nicht ausbauen. Ich benutze jetzt einfach, um weiter in Spanien was auszubauen. Und ein paar